Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Gameplay vom Server Wild. Ja, wir haben das letzte Mal gefarmt, Level gelevelt und so weiter, haben die zwei Werkzeuge hergestellt und jetzt habe ich mich ein bisschen ums Dorf gekümmert und das möchte ich kurz noch zeigen, aber davor möchte ich noch zeigen, dass ich geangelt habe und das eigentlich so gefunden habe und jetzt Level 31 bin. Ich habe noch ein bisschen gehandelt, deshalb bin ich 31 und nicht nur 30. Außerdem habe ich Optifine installiert, es sieht alles so ein bisschen merkwürdig aus, ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber wahrscheinlich einfach wegen den Lichteffekten. Aber es sollte eigentlich schon schön sein. Mir gefällt es nur nicht so ganz gut. Ich bin halt ein bisschen kritisch. Wegen so mega Beleuchtungseffekten. Aber scheinbar will Optifine das. Tja, wo sind jetzt die Dorfbewohner? Alle hier drin. Ich habe jetzt extra ein Haus gebaut, das ein bisschen mehr Türen hat, damit ein paar mehr Leute kommen, aber scheinbar wollen alle natürlich keine Kinder machen und lieber in einem Haus wohnen. Ich weiß es nicht. Ja, in diesem Haus wollen sie auch wohnen. Habe ich extra einen Boden tiefer gelegt, Türen eingebaut, damit die überall raus können. Stellt euch das vor. Hey, du. Und die Dorfbewohner sind nicht zufrieden. Lol. Scheinbar tun sich die Bodenplatten anpassen, hä? Komisch, merkwürdig. Irgendwie alles merkwürdig. Das ist so cool, die Bodenplatten tun sich anpassen. Schön, ich liebe Optifine irgendwie schon ein bisschen, also auf eine Weise. Auf die Beleuchtung bin ich nicht so stolz. Keine Ahnung. Tja, also haben wir das gemacht. Das ist verbuggt, okay. Merkwürdig. Die Zuckerrohre sind verbuggt. Naja. Weg damit den Bugs. Eieieiei. Okay. Und sonst? Ich weiß es nicht. Den Weg muss ich noch machen. Den mache ich natürlich im Survival-Modus. Vor allem bei mir. Die Lichteffekte, die sehen sehr cool aus. Das ist genial. Also gehen wir verzaubern. Hä? Verzaubern wir. Ah, ich muss noch die Sachen holen. Hä? Wir verzaubern. Eine Spitzhacke haben wir ja gesagt. Und der Rest muss ich dann warten. Ja. Gut. Eine Spitzhacke. Für den Drago. Haltbarkeit ist schon mal gut, aber was noch dazu? Effizienz und Glück. Sehr schön. Das ist genau das, was ich wollte. Ja, eben. Behutsamkeit muss weg. Das können wir momentan nicht gebrauchen. Okay. Die Angel, die muss dann noch besser werden. Und eine Schaufel müssen wir auch noch craften. Gut. Lass mal reinlegen. Das ist die Hacke, ha. So. Okay. Da noch reinlegen. So. Löwenzahn hier reinlegen, die Körner noch. Und hier noch den Tintenfisch, die Tintenbeutel, genau. Gut. Also tun wir das noch in die richtige Kiste. Ja. Nein, ich kann nichts mehr. Was nehmen wir raus? Ja, nehmen wir mal die raus und den Ofenzeugs.
Also die Ofen-Zeugs mache ich lieber hier unten hin. Und da haben wir sowieso noch Erde, Bruchstein. Tja, wir sind immer voll. Das einfach mal unten hin. So. Ja gut, und dann haben wir noch die zwei. Wir müssen dann noch eine bessere Truhe machen. Eine mehr machen. Ja. So, dann schauen wir mal. Wir schauen Richtung Spawn. Abgeben eine Game Mode. Ja, fliegen nochmal, hä? Also hier rüber geht's ja zu meinem zweiten Haus dann. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Aber ich möchte irgendwas mit diesem Berg machen. Also hier geht der Weg durch, oder? Also hier oben kommt irgendwas hin. Sieht mir irgendwie wie Einsamkeit aus aus Skyrim. Ich möchte irgendwas machen, das einen blauen Palast oder so. Ja, passt nicht so zu Wikinger-Setting, hä? Hier haben wir einen Wasserfall. Und, oh, die Lichteffekte. Wow. Voll übertrieben, aber... Ja, hier haben wir mal den Weg. Und hier haben wir eben den Spawn. Der wird wahrscheinlich dann noch weitergebaut, je nachdem. Also er muss weitergebaut werden, aber von wem weiß ich nicht. Ich mache sicher auch mal ein Haus. Ja, hier oben haben wir zum Beispiel ein Billardtisch. Hier haben wir einen Schrank. Also ich weiß ja nicht, was das für ein Tisch sein soll, aber sieht mir irgendwie nach Billard aus. Oder keine Ahnung, was die früher hatten. Hier haben wir natürlich ein schönes Bettchen für die Schlampen. Die Schlampen von diesem... Ja gut, nein, ich meine einfach Bitches, Bitches please. Gut, dann in der Farmwelt haben wir noch kein Portal, aber ich will dort noch das Haus zeigen, das Backware und Teigware gebaut haben. Fantasy ist glaube ich auch noch nicht, aber ja, genau. Hier ist jetzt ja, das Portal. Die Portale sind so, sozusagen die Portale. Ja, wie soll ich das erklären? Aber ich finde es richtig schön. Einfach nur genial. So, jetzt probieren wir noch die Fantasy-Welt. Nein, den Spawn. Fantasy-Welt ist glaube ich auch noch nicht. Es kommt alles. MVTP Farm. Hier spawnt man. Und hier haben wir das Gebäude, ein Traktor. Das ist eine Farm. Scheinbar eine ja, amerikanische Farm. So, ja. Diese Gebäude dort. Hier haben wir eine Leiter übrigens. Das ist an einem unsichtbaren Block. Richtig gut gemacht. Wovon habt ihr die Ideen? Das ist ja Wahnsinn. Heftigst. Wunderschön. Einfach genial. So könnte ich niemals bauen, weil ich ja eher einer, der aus mich baut. Ich baue nichts nach. Ich baue immer aus mich und das macht bei mir halt einfach so ein bisschen den Flair aus, oder? Ja, bei euch auch. Ich will einfach eigen sein. Was bei so Bauer, also so Baukünstler meistens halt ein bisschen fehlt, weil sie sehr konzentriert irgendwas, also so alles so extrem gewollt schön ist. Aber ja, ich habe nichts dagegen, klar, nichts dagegen. Einfach finde ich es halt einfach ein bisschen anders als bei mir. Ich baue eben eigen und aus eigenen Ideen und die meisten Bauer schauen halt auf
ihre Ideen, auf die Ideen, wie sie etwas am besten bauen können. Tja, ich bin Let's Player, ich bin kein Bauer. Also für mich müsst ihr nicht so Acht geben. Wenn ihr es schön findet, dann findet ihr es natürlich schön. Und wenn ihr es nicht schön findet, findet ihr es halt nicht schön. Aber, tja. Ah, aber das ist viel zu hell. Schaut euch diese Blätter an, das ist voll unrealistisch geworden. Naja, jedem das seine, also... Es ist halt schwer, etwas Gutes zu bekommen. Wenn man einen Mod installiert, dann hat man eigentlich immer das vom Modder oder von den Moddern. Und nicht, was man denn gern hätte, oder? Ich will etwas Realistisches, ich will nicht so überzeichnetes haben. Das ist überhaupt nicht meins. Naja. Bin wieder ein bisschen am Motzen, stimmt. Oh, eine braune Kuh gibt's jetzt hier. Hm? Die braune Kuh, die ist so schön, die mag ich. Das sind so Schweizer Kühe. Ja, die Schweizer Kühe haben keine Flecken. Ich weiß es genau, nicht genau, wie man die nennt, aber die Schweizer haben so ganz braune Kühe, die ganz ohne Flecken sind und so weiter. Ja, und die mag ich irgendwie. Aber die, am meisten mag ich eigentlich die rot-weißen Kühe. Die sind einfach so schön. So richtig rot, so rostrot. Richtig schön. Ich kenne mich ja gut aus. Ich habe ungefähr 2 Jahre beim Bauen mitgeholfen. Musste alles, meine Allergien und alles aushalten. Es war schon eine harte Zeit. Ja. Hase, 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 Hase. Okay. Gut. Aua, mein Rücken schon wieder. Wir müssen ein Boot bauen. Ich kann fast nicht atmen, weil mein Rücken sticht. Weil ich ja Rückenprobleme habe durch die Krankheiten. Aua. Gucken wir mal ein bisschen entfernt uns um. Hä? Ja, jetzt ist das Boot plötzlich da. Einfach mal ein bisschen Boot fahren. Hm. Keine Ahnung, wohin wir sollen. Ich habe immer Allergie auf irgendwas, glaube ich, Stroh oder... Nein, es ist nicht das Stroh. Also ich habe nicht Heuallergie, aber ich habe... Also Heuschnupfen. Ich habe eben allergisches Asthma. Und ich weiß jetzt nicht genau, auf was ich allergisch bin, aber wahrscheinlich auf entweder Stroh oder... Ach, keine Ahnung. Also, ich kann es schwer sagen. Allergietests, das nützt gar nichts. Das ist nur Geldmacherei. Die sollen mal auf alles einen Allergietest machen. Auf wirklich alles, das halt Allergien auslösen kann. Dann würde ich wenigstens mal sicher sein, auf was ich meiden soll. Auf was ich Acht geben soll. Ach, die Boote sind immer schuld. Ja, verbuggt. Jetzt ist es wieder da. Wieso ist in Minecraft alles verbuggt? Entwickelt doch ein bisschen besser. Hm. Ach, die Sonne. Ist ja Wahnsinn. Leider ein bisschen verpixelt, aber das macht überhaupt nichts. Ich mag das Texture-Pack. Deshalb finde ich das auch so toll, hä? Ja?
Ja, 32, das sollte unbedingt auf 256 oder mehr werden. Erscheinen. Aber der Entwickler ist wahrscheinlich einfach ein bisschen genervt, dass er so viele Texturen machen muss und alles. Und deshalb nur 32. Keine Ahnung. Kenne den Entwickler gar nicht. Ich kann nur raten. Jo. Was wollen wir? Ah, ein Dorf haben wir hier. Okay. Haben wir ein Bett? Wir haben das Bett nicht mitgenommen. Das ist nämlich in der im Dorf. Ich habe so ein kleines Lager gemacht für mich. Ja. Gehen wir mal in die Schmiede. Sieht auch cool aus, ein bisschen grünlich irgendwie. Das sieht auch cool aus, aber übertrieben. Zu übertrieben. Ja, was habt ihr denn im Angebot? Hat die Schmiede etwas für mich? Etwas Schönes, bitte? Nicht? Ach komm. Doch. Etwas Schönes. Danke. Schön. Ja, nehmen wir die Dinge noch mit. Bibliotheken. Ja, aber nicht so weit, bitte. Da ist auch noch etwas, ja. Könnten wir schon ein bisschen gebrauchen, ne? Immer zu weit, das geht zu schnell. Jetzt ist es richtig, oder? Sieht irgendwie anders aus. Ah, das ist normales Holz. Das habe ich nicht. Na gut. Da habe ich's. Ja, jetzt ist es gut. Dann machen wir das hier auch noch kurz. Geht ab bei euch verstecken, sonst habt ihr dann Monster bei euch. Ja, ich lasse ihn in Ruhe. Schöne Gegend hier, hä? Wunderschön. Und das in der Farmwelt. Heieieiei. Ja, die Monsterfalle, die wird noch anders gemacht. Aber das machte ich jetzt hier nicht in diesem Part machen. Lebe noch ein bisschen erkunden, hä? Oh, cool. Nice, Halloween, heute ist ja Halloween. Danke, du Mistscheiß. Spinne. Das geht doch nicht, ich habe die Landschaft besudelt. Die arme Farmlandschaft und überall sind Creeper und da. Heieiei. Ich finde das genial. Ich brauche kein Mod zum Licht zu machen. Das ist einfach genial. Schön die Lichteffekte. Ah, wunderschön. Danke, aber ich brauche dich nicht. Ah, ein Schwert wollte ich ja noch machen, also das kann ich ja, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen farme, machen. Ich mag das, es sieht so cool aus. Heftigst. Ja, jetzt müssen wir mal kurz das Body draus nehmen. Und tschüss. Okay. Habt ihr das gesehen? Lol. Der Nordpa... Da! Was ist das? Das ist eine Sternschnuppe.
Oh, cool. Das ist ja mal ge mega genial. Hi, jetzt haben wir Sternschnuppen am Himmel. Wow. Gib mir noch mal so eine Sternschnuppe, bitte. Bitte noch eine Sternschnuppe. Das ist ja mega genial. Heftigst. Wow. Ja, jetzt haben wir hier ein Mega, ein Extremely Hillsbium. Was ist dort? Gravel. Okay. Extremely Hills. Ja, Smaragde farmen, aber ich habe genug Smaragde. Ich habe ungefähr drei Stacks jetzt. Nein, zwei Stacks. Ich weiß es gar nicht, ich habe nicht nachgeschaut, aber irgendwas. Hier haben wir noch Rosen. Ach, wie schön die Lichteffekte. Ich kann nicht mehr raus. Ja, Optik fände ich schon gut, aber eben übertrieben. Wieso haben sie es so übertrieben gemacht? Wieso macht eigentlich Mojang nicht Optifine als in Vollversion rein? Die machen alles, aber Optifine machen sie nicht. Die machen ja zum Beispiel die Carpenter Blocks, die sind von einem Mod. Die machen die Tiere, Lamas, die sind von einem Mod, Small Creatures. Der Entwickler hat sogar mitentwickelt. Also der Modder. Und ja, alles ist eigentlich von Mods, oder? Ich sage ja nichts gegen die Entwickler, aber können die nicht etwas selber entwickeln? Das ist halt typisch Mojang und Microsoft. Ah, endlich haben wir so ein Biom. Gut, das brauchte ich noch. Auf jeden Fall brauche ich das noch. Und ja, noch viele Biome. Hä? Schade, dass das alles im Alpen, auf der Alpenwelt war. Also die können wir nicht mehr nutzen, diese Welt. Beziehungsweise müssen einfach warten. Wir werden sie dann wieder einfügen eventuell. Hä? Fügen wir die wieder ein. Die war schon cool. Holz, ganz viel Holz. Jetzt brauchen wir noch die Setzlinge, bitte. Müssen hier noch ein bisschen fällen. Der immer so komisch aus, so große. Ach, wie cool. Ist wahrscheinlich auch vom Connected Textures. Ich habe keine Ahnung. Aber richtig toll. Richtig schön. Wunderschön. Zum guten Glück sind die Kriebe nicht mehr so gefährlich. Ich weiß, ich habe ein bisschen viel Angst vor Kriebe, aber das ist auch berechtigt, weil die böse sind. Die sind einfach so zu... ja, die machen keinen Lärm, die machen gar nichts. Ist einfach nervig. Da haben die Entwickler einfach keine Lust gehabt, irgendwelche Geräusche zu machen und ich muss daran leiden. Oder wir müssen daran leiden, das ist sowas von böse. Gut, was wollen wir denn noch wegschmeißen? Komm, die Eisenstiefel. Die kann ein anderer dann holen, wenn die Dead Junk nicht geladen ist. Sand, weg. Lol, was haben wir denn alles für Sachen?
Eichensetzling haben wir wieder aufgenommen. Okay. Eichensetzling weg, die rein. Dankeschön. Das sind jetzt Schwarzeichensetzlinge, ja. Weg da. Ach so. Du Miststück. Ah, das ist ein Bug. Geh weg, du Junk-Bug. Ich hab doch Äpfel dabei. Ist das ein Bug? Oh. Wasserpartikel, Wasserspritzer. Nice. Da ist auch nichts. Was können wir noch wegwerfen? Verrottetes Fleisch. Ich weiß es nicht. Ja, Kopf Äpfel braucht kein Schwein. So, die nächsten, bitte. Das ist auch ein normaler Baumsetzling, der da ist echt. Tschüss. Dankeschön. Ja, ja. Ja, den können wir nicht mitnehmen. Oder doch? Das größte Problem ist immer, was werfe ich aus dem Inventar? Das Inventar ist so extremst begrenzt. Schon nicht schön, wenn das Inventar so begrenzt ist in so einem wichtigen Spiel, wo das Inventar so wichtig ist. Das ist Wahnsinn, hä? Ja, okay, dann kehren wir halt zurück, hä? Nichts mehr zu machen. Ich brauche aber noch ein Level. Hey, du blödes Huhn. Gebt mir noch irgendwas. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Wir können es noch aufnehmen, genau. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit und noch einen Huhn. Dankeschön. Wunderbar. Ist das nett. So. Ich werde mal ein Schwert dann verzaubern. Und da ist das Huhn. Aber schauen wir mal, was wir dann bekommen, hä? Ja. Aber eben, ich möchte nicht alles zeigen, vor allem Sachen, die halt nicht so interessant für euch sind, möchte ich schon ein bisschen rausbekommen. Aber eben, ich nehme ja Folgen so auf, dass ich einfach nicht so viel schneiden muss oder überhaupt nicht schneiden muss, weil ich ja ein Let's Player bin. Und wer immer noch meint, in einem Let's Play muss man schneiden, der ist ein bisschen verwöhnt von guten YouTubern. So YouTuber, die immer schneiden müssen, naja, sind keine guten Let's Player. Okay. Also finde ich, ist meine Richtung. Ja, ich werde noch ein bisschen angeln oder so. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.